Hallo zu einer neuen Folge. Oder was heißt neue Folge? Willkommen zur ersten Folge. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, jetzt hier mit der Eintracht Frankfurt in der Bundesliga einen neuen Spielstand anzufangen und dachte mir, dann nehme ich euch einfach mal mit und lasse euch ein bisschen bei mir über die Schulter schauen. Wieso habe ich Eintracht Frankfurt genommen? Ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Ich bin in meinem vorherigen Save mit Hoffenheim, den ich ja schon seit der Beta gespielt habe und mittlerweile dauert es wahrscheinlich nur noch knapp ein halbes Jahr, bis der neue Football Manager rauskommt. Da dachte ich mir, Zeit wird's mal Zeit, dass ich einen zweiten Save anfange, den ich auch länger als die Vorbereitung, wie zum Beispiel den Köln-Save oder andere spiele. Und da ist mir doch der ein oder andere Spieler hier bei Frankfurt ans Herz gewachsen, allen voran der Marc Stendera. Und da dachte ich mir einfach, versuche ich mal irgendwie mit den Frankfurtern dann ein bisschen mich durch die Bundesliga zu wuseln. Der Kader im Rest ist auch nicht allzu schwer zu verstehen. Die meisten Positionen sind solide besetzt und da kann man, glaube ich, schon was draus machen. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, damit das nicht allzu langweilig wird für euch, werde ich euch einfach mal so grob einen Überblick geben, wie ich jetzt hier starten würde und verweise euch dann einfach mal an mehreren Stellen einfach an die bereits bestehenden Tutorials. Also zum Beispiel bei den Mitarbeitern werde ich mir jetzt nicht hier 40 Minuten aufnehmen, wie ich mir die Mitarbeiter da akribisch raussuche, die ich wirklich haben möchte, sondern da werde ich dann das Video schneiden und einfach euch darauf verweisen, dass ihr euch das Tutorial zu den Mitarbeitern angucken solltet, wenn euch das irgendwie näher interessiert. Und ansonsten, ja, schauen wir einfach mal, was die Zeit hier so mit sich bringt. Als erstes haben wir schon mal die Meetings, ja, da wollen wir dann mal teilnehmen. Ich habe immerhin schon über 1 Million pro Jahr, die ich hier verdiene. Ein Jahr Vertrag. Mal schauen, ob sie den am Ende mit mir verlängern wollen. So, ach, diese wunderschönen Anfangsdinger treffen mit dem Vorstand. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Auswirkung haben, was man hier großartig sagt, solange man nicht sagt, ich mag euch doch nicht. Naja, lassen wir die Sitzung mal beginnen. Eintracht Frankfurt ist natürlich ein Verein mit einer langen Geschichte. Die Fans begrüßen es, wenn ein Trainer sich die Zeit nimmt, sein Wissen über den Verein zu erweitern. Ach, das klingt doch super. Da nehme ich mir doch noch mehr mit. Das Budget. Oha, mit dem Transferbudget können wir den Kader ja wohl super erweitern, aber ich glaube, da fliegt eher noch der ein oder andere Spieler raus, wodurch das dann mehr wird. Sagen wir einfach mal fantastisch, das ist toll, ich bin neu, ich will hier nicht meckern. Nö, ich brauche keine Philosophien. Die stören mich immer nur, falls ich mir meinen Plan dann irgendwie doch mal anders überlege. Eine Pressekonferenz, ich bin wirklich der Anti-Medien-Typ. Mich stört das extremst, immer wieder die gleichen Antworten hier geben zu müssen und sich dadurch zu klicken. Für relativ wenig Output. Das lasse ich dann immer lieber meinen Co-Trainer machen. Ja, mit den Mitarbeitern will ich jetzt nicht gerade sprechen. Dann haben wir hier die Einführung. Frankfurt, einmal Euroleague, einmal Bundesliga, einmal zweite Bundesliga. Es ist auch nur hier Silberpokal, zweiter Platz war. DFB-Pokal. Naja. Jugendtraining durchschnittlich, Nachwuchsrekrutierung ist umfangreich, da ich bin eigentlich so ein Fan, der auf Nachwuchsarbeit steht, aber ich denke mal, bei Frankfurt brauchen wir das am Anfang an nicht ganz so extrem. Immerhin haben wir eine großartige Jugendeinrichtung und beeindruckende Trainingseinrichtung, das ist ja auch schon mal was. Aber da werden wir im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch was rausbekommen. Teambesprechung. Ja, was nehmen wir dann als Ziel? Respektablen Tabellenplatz zwar. Oh, die sagen, das ist zu ehrgeizig.
Machen wir halt Tabellenplatz. Und am Ende immer, das finde ich toll. Sagnol, ich heiße übrigens Willi Sagnol, nach dem alten Außenverteidiger von Bayern München. Aber mir fiel kein anderer Name ein, habe ich einfach spontan so gemacht. Und dann würde es jetzt auch schon losgehen mit dieser, ich nenne es immer Startklickerei, ewig lange rumklicken, um irgendwie den Verein wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, da am Anfang ja so gut wie gar nichts eingestellt ist. Ich arbeite mich meistens immer so von unten nach oben durch. Sprich, ich schaue hier erstmal bei den Finanzen, wie sieht das dann aus? Transferbudget, prozentualer Anteil der Transfereinnahmen. Sponsoren haben wir ein paar. Abzuzahlende Kredite haben wir keinen. Das ist ja immerhin schon mal sehr schön. Kontostand ist hier unten knapp über 30 Millionen. Ja, der Vorstand können wir hier sogar noch ein bisschen rumschieben. Ja, da wir keinen Kredit haben, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Denn sehen wir hier, Mitarbeiter haben wir schon viel zu viele. Da sollten wir welche entlassen, Scouts. Können wir noch ein bisschen, bisschen ein, können wir da noch einstellen. Und mal schauen, was da draus wird. Letzte Saison 13.06. Ja, ich denke mal, in der ersten Saison habe ich gar kein Ziel. In der ersten Saison ist, glaube ich, mein Ziel, nicht gefeuert werden und nicht absteigen und den Kader auf Vordermann zu bringen, Leute rauswerfen, die ich nicht haben möchte und neue Spieler ranholen, die sich in dem Jahr dann eingewöhnen können. Und ab der zweiten Saison fängt dann an, Ziel Euroleague. Dritte Saison ist Mindestziel Euroleague. Das ist, glaube ich, eigentlich so mein Fahrplan gerade mit Frankfurt. Und dann schauen wir mal, was da draus wird. Jetzt beim Training, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Brauchen halt einen Haufen Freundschaftsspiele. Fangen wir mal. Am Anfang mache ich immer Fitness mit normaler Intensität, da meistens die Trainer, die ich entlasse und die dann noch nicht wieder neu da sind, die eingestellt sind, nicht da sind und dadurch dann immer die Auslastung viel zu hoch ist. Viel mehr Spielvorbereitung, um die Taktik einzutrainieren. Ich glaube, hier ab dieser Woche kann ich dann anfangen, Fitness hochzumachen. Da sollten dann die Mitarbeiter alle an Bord sein. Sonst verletzen sich die Spieler zu oft. Beziehungsweise hier fletsche ich das auch noch wieder zurück. Hier ist ja noch Trainingslager. Ja, mal schauen, vielleicht stelle ich hier auch schon auf hoch. Das ändere ich sowieso noch ein paar Mal mehr. Da gucke ich regelmäßig rein. Joa. Dann zu den Teamtrainings oder allgemein zum Training in der Vorbereitung oder jetzt hier auch das individuelle Training, das zeige ich euch jetzt in dem Video nicht. Da könnt ihr gerne die Tutorials zu anschauen, wenn euch das interessiert. Genauso wie der Kram mit den Assistenztrainern und den Auslastungen und den Sternebewertungen oder allgemein ja, das ganze Mitarbeitereingestelle. Das Verfahren, worauf ihr da achten solltet, welche Attribute dabei wem wichtig sind, das überspringe ich gerade einfach alles mal. Dazu gibt es nämlich hier schon auf dem Kanal auch die Tutorials zu. Wie gesagt, einfach da reinschauen, wenn ihr dazu etwas wissen wollt. Und da ich das überspringe, sind wir auch schon beim Teambericht. Und da schaue ich mir jetzt mal hier den Vergleich an. Und da sieht man schon, wir haben den jüngsten Kader in der Liga. Wobei, das ist halt immer so ein Ding, ziehe ich kurz mal zwei Jugendspieler wieder in die zweite Mannschaft runter. Dann bin ich wahrscheinlich auch schon wieder da, wo Bayern gerade steht. Aber ansonsten schauen wir uns mal hier die Werte an. Und das Erste, was mir persönlich schon mal überhaupt gar nicht gefällt, ist, dass wir so einen schlechten Durchschnittswert im Passspiel haben. Oh, und Ballannahme ist auch nicht gut. Oha, oha. Das sieht allgemein hier alles nicht so toll aus. Aber bei den Torhütern
Da kann immer der Ersatztorhüter den Schnitt gut runterziehen. Das nehme ich nicht so viel Gewicht drauf. Was mir aber schon mal gefällt, ist meine Abwehr. Ich glaube, da wird der Herr Mattlung auch eine Menge zu beitragen, dass hier die Kraft und die Sprunghöhe im Durchschnitt am höchsten ist. Also ich glaube, da wird zumindest meine Innenverteidigung ziemlich sicher stehen. Schnell bin ich sogar auch. Das wird wahrscheinlich der Herr Zambrano dann sein. Ja, also ich glaube, mit der Abwehr lässt sich was machen. Im Mittelfeld habe ich dann wahrscheinlich eher größere Probleme. Zumindest was den Durchschnitt angeht in der Kaderbreite. Und im Sturm. Ja, wenn das Mittelfeld stimmt, stimmt der Sturm auch. Aber da wird sich wahrscheinlich schon irgendwie was finden, wie wir das hier wieder auf Vordermann bekommen. Schauen wir uns mal den Kader an. Am Anfang mache ich das immer sehr gerne. Also ich denke mal, die meisten Spieler bei Frankfurt kennt man, dass Trapp im Tor ist. Dafür muss ich mir die anderen Torwerte nicht anschauen. Wahrscheinlich werde ich auch Seferovic in Sturm stellen. Und den Herrn Meier dahinter packen. Ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Der Herr Katleck wird dann wahrscheinlich auf die Bank kommen als Ersatzstürmer. Wobei Ersatzstürmer kann man meistens immer gar nicht sagen. Also bei mir entwickelt sich das meistens. Oder ich möchte eigentlich immer gerne jede Position doppelt besetzt haben. Und der Spieler, der eigentlich gerade zurzeit besser in Form ist, der spielt halt einfach. Ist mir dann auch egal, ob der mehr verdient oder ob der schon länger im Verein ist oder sonst was. Er spielt halt einfach, der der Leistung bringt. Und wer halt zu oft keine Leistung bringt, fliegt dann irgendwann. Der Herr Stendera, den würde ich eigentlich schon gerne von Anfang an spielen lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Andererseits könnte ich den Herrn Meier spielen lassen. Ich glaube, das mache ich. Ich lasse den Herrn Meier spielen und nehme den Stendera als Ersatzspieler. Der rotiert dann öfter mal rein und so zur Rückrunde oder nächste Saison spielt dann der Herr Stendera und der Meier sitzt auf der Bank als Ersatz. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Der Kollege hier darf direkt mal wieder in die U19 zurück. Gleiches gilt für diesen hier. Und damit ist unser Durchschnittsalter wahrscheinlich auch direkt mal wieder um ein halbes Jahr gestiegen. Und dann wollen wir uns mal anschauen, wen wir denn noch so haben. Der Herr Mattlung ist wahrscheinlich, haben wir hier schon. Ich habe die Mitarbeiter jetzt natürlich noch nicht gemacht, deswegen muss ich gerade mal schauen, ob ich hier schon brauchbare Berichte bekomme. Hier oben. Naja, nennen wir es brauchbar. Also er ist langsam und also dass er langsam ist, erkenne ich halt auch hier an den 8 Antritt. Aber hier liebt große Spiele und ziemlich konstant. Das gefällt mir schon mal. Dann haben wir hier den Kinsombi. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich muss ehrlich gestehen, den kenne ich gar nicht. Aber der gefällt mir. Der gefällt mir, dem könnte ich. Ja, der gefällt mir durchaus. Habe ich hier noch den Herrn Anderson. Ziemlich konstant, liebt große Spiele. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, in der Innenverteidigung habe ich da bei Frankfurt echt eine große Auswahl. Vor allen Dingen, da ich hier auch noch Zambrano und den Russ habe. Da kann ich ja schon fast einen auf Löw machen und mit fünf Innenverteidigern spielen. Aber ich glaube, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass Mattlung und Russ spielen. Mattlung und Ross spielen. Den
Zambrano, den werde ich mir wahrscheinlich auf die Bank setzen, da der relativ vielseitig ist. Sprich, der kann halt auch die beiden Außenverteidigerpositionen gut spielen. Oder zumindest passabel spielen. Und ich habe jetzt zwar mit Matlung und Russ zwei Innenverteidiger, die beide nicht allzu schnell sind, wobei bei Russ geht's sogar noch einigermaßen. Aber die sind beide kopfballstark. Und da kann ich mit der Taktik einigermaßen was anfangen, vor allem weil die auch beide relativ erfahren schon sind, dass ich dann ein bisschen aufpasse, dass ich da keine Kopfballgegentore bekomme, weil der Herr Zambrano zum Beispiel, der sieht, was Kopfballtechnik angeht, nicht allzu gut aus. Und auch wenn der halt extrem schnell ist, werde ich ihn deswegen nicht Stamm spielen lassen. Der wird dann einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen, sagen wir, Bayern München spiele, und die spielen da jetzt ohne ihre Sturmspitze, sondern mit einer falschen 9, mit Götze, keine Ahnung was vorne drin, dann werde ich wahrscheinlich den Zambrano spielen lassen und dafür einen der beiden älteren Kollegen mal schonenden Spiel. Dann macht das schon Sinn, den schnelleren zu haben. Aber einen Großteil der Vereine, wenn ich da so an Wolfsburg mit Bas Dost denke oder ja auch allgemein die ganzen Vereine bei Leverkusen, Kießling und Co., die sind alle auch nicht so extrem schnell. Da bräuchte ich keinen Zambrano, um die irgendwie aufzuhalten. Zumindest nicht diese Sturmspitzen. Aber die sind doch alle irgendwie einigermaßen kopfballstark. Und dann schauen wir uns mal weiter an, was der Kader uns zu bieten hat. Der Anderson, der ist vor allen Dingen schon ein bisschen länger bei uns. Das ist wahrscheinlich einer der Kandidaten, den ich dann verkaufen kann. Alternativ wäre er halt schnell und kopfballstark. Könnte ich mir schon fast überlegen, den anstelle von Russ oder Matlung spielen zu lassen. Aber ich mag es gerne, immer viele Deutsche zu haben. Ich glaube, da müssen wir mal den Spielervergleich raushauen. Dann schauen wir uns das mal an. Links Russ, rechts Anderson. Ja. Das sind. Man kann hier übrigens auch die Schlüsselattribute hervorheben, wenn man möchte. Mache ich nicht. Brauche ich nicht. Möchte ich nicht. Mich interessieren immer hier nur Deckung, Tackling und Kopfballtechnik. Da achte ich primär drauf. Sekundär bei den Technikdingern sind dann vielleicht noch Ballannahme, falls da mal ein Rückpass kommt oder ein Pass abgefangen wird oder kurzer Abschlag vom Torwart und sowas. Und halt das Passspiel noch so ein bisschen, so wie die Technik, aber das ist halt so. Ja, gut, ich würde jetzt sagen, Anderson ist ja halt schon minimal besser, aber alleine die 2 Punkte in Tackling, die Russ da halt dann mehr hat im Defensivspielen, machen mir das dann schon wieder egal. Da würde ich Russ sogar schon fast vorziehen. Also dachte ich meistens drauf, wenn sich die anderen Sachen ausgleichen. Sprich, diese drei wichtigen Attribute. Schauen wir uns mal mental an. Konzentration. Klares Pro für den Russ. Nervenstärke geht an Anderson. Stellungsspiel ist bei beiden nicht so toll. Zielstrebigkeit auch wieder an Russ. Ich würde sagen, allgemein geht das hier an Russ. Also der Anderson hat halt wirklich nur den Vorteil, dass der schneller ist. Würde sich natürlich mit dem Matlung an der Seite um einiges besser tun. Aber wir können ja einfach mal schauen, wie wäre es denn, wenn wir Russ und Anderson aufstellen. Wie sieht denn der Herr Matlung überhaupt aus? Der Matlung ist halt ein ziemliches Tier, wenn es um Kopfballspiel geht, ne? Also ich denke, ich werde versuchen,
Mattlung oder Anderson loszuwerden. Wer von den beiden das wird, ist mir eigentlich, oder ich glaube eher Mattlung sogar loswerden, da der halt schon. Oder ich behalte beide. Mattlung, sein Vertrag läuft aus, dann muss ich den nicht mal verkaufen. Ich verlängere einfach von Mattlung den Vertrag nicht, dann passt das schon. Dann muss ich nur aufpassen, dass der Herr Anderson in dem Jahr nicht unzufrieden wird. Vielleicht lasse ich dann sogar den Anderson spielen. Das ist halt gerade echt. Das ist ein Luxusproblem, kann man schon sagen. Und der Keen Zombie, der wird wahrscheinlich am meisten darunter leiden. Eigentlich sollte der spielen. Ab und zu zumindest. Schauen wir uns erstmal die Außenverteidiger an. Hasebe könnte rechts spielen. Den haben wir dann. Wir haben aber den Chandler rechts. Da geht wahrscheinlich. Geht an dem Chandler einen Weg dran vorbei. Wir können ja gerade einfach mal den hier machen. Der Chandler ist gar nicht so überragend, um ehrlich zu sein. Der ist offensiv einigermaßen stark, aber da könnte man schon fast überlegen, ob wir denn den Zambrano rechts hinstellen. Wen haben wir denn noch? Nur noch den Hasebe. Und der Hasebe ist als Außenspieler mir eigentlich zu langsam. Naja, schauen wir mal. Packen wir auf jeden Fall erstmal den Chandler hin, behalten in der Hinterhand, dass der Zambrano da eigentlich gar nicht mal schlechter ist. Der Chandler kann halt um einiges besser flanken, aber das war's auch schon. Dann haben wir für links Chakpa und Oczypka. Ich glaube, das wird schon wieder so ein Luxusproblem, dann auf der linken Seite. Wo haben wir denn hier? Ich suche. Da haben wir ihn. Bei den Außenverteidigern, vielleicht, damit ihr das auch mal seht, mit was möchte ich denn spielen? Ich möchte wahrscheinlich mit einem. Machen wir mal Flügelverteidiger unterstützen, einfach für diese schönen Marker. Die haben beide richtig gute Flanken. Aber der Herr Oczypka hat gar kein Tackling, sehe ich gerade. Die haben beide wenig Tackling. Oha, oha. Dafür sind sie beide schon schnell. Haben beide aber auch kein Kopfballspiel. Also ich denke mal. Dass der. Der Mehrwert, den ich bei den Linksverteidigern habe, gar nicht so hoch ist, wie ich dachte. Allgemein, was mir überhaupt völlig missfällt, ist, dass die Außenverteidiger alle kein Tackling haben. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Und ein Hasebe als Außenverteidiger würde das schon um einiges besser gestalten. Hasebe wird mein Rechtsverteidiger. Das gefällt mir nämlich überhaupt gar nicht. Den. Und Jakpa wird mein Linksverteidiger. Der tut sich nämlich überhaupt gar nichts mit dem Oczypka, aber hat 2 Punkte mehr in Tackling. Und bei dem Herrn Oczypka sind sogar 2 Vereine dran investiert, interessiert zu investieren. Und den würde ich sogar abgeben. Der sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Wenn der ein paar Punkte mehr in Tackling hätte, wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm.
Aber der ist halt schon 25, der wird sogar 26 noch, ja, der wird halt 26 diese Saison, ist ja logisch. Der wird da halt auch nicht mehr besser. Zumindest nicht so viel besser und nicht in der Zeit besser, dass ich den benutzen möchte. Daher ist der Otschupka bei mir aus dem Kader gerade geflogen. Ich habe so viele Innenverteidiger. Der. Der Anderson, der hat ja auch genug Sprunghöhe. Der Anderson spielt statt dem Matlung. Und der Matlung kommt nicht mit. So, dann habe ich Matlung und Kinzombi. Okay. Also Innenverteidiger-Problem gelöst. Rust und Anderson spielen. Zambrano sitzt als Innenverteidiger-Ersatz auf der Bank. Chandler sitzt als Rechtsverteidiger-Ersatz auf der Bank. Zambrano kann aber auch links eingesetzt werden. Dann habe ich hier noch Medojevic und Ignjovski. Medojevic könnte notfalls auch Innenverteidiger spielen. Ignjovski bei der Außenverteidigerposition. Da kann ich. Gut, da habe ich immer Spieler auf der Bank sitzen oder auf dem Feld, die das ausfüllen können. Das ist sehr schön. Dann kommt Kinzombi als erster Ersatz nicht mit in den Kader. Matlung ist dabei. Der darf dann ab und zu mal spielen. Sein Vertrag läuft bald aus. Dann hat der Verein auch wieder gut an Gehalt gespart. Bei Uchipka hoffe ich mal, dass dann ein Angebot reinkommt. Dann wird der verkauft. Und jetzt der Vergleich Ignjovski mit Medojevic. Und der Herr Ignjovski. Der kann ja wirklich nur Abwehr spielen. Bei dem ist ja oha, oha, oha. Der hat kein Stellungsspiel, keine Konzentration, kein Flair, noch weniger Entscheidung als die wenigen, die Medojevic hat. Aber was soll's, dafür weiß ich jetzt wenigstens, dass Medojevic um einiges stärker ist. Und damit wird Medojevic mein Sechser. Der Ignjovski kommt dann auf die Bank. Der verdient ganz schön viel dafür, dass ich den dann als, naja. Vielleicht spielt er ja doch besser, als seine Attribute es sagen. Vor allen Dingen. Er ist defensiver ein bisschen stärker, also was die wirklichen rein Zerstörer-Attribute angeht. Und ich glaube, dadurch, dass er auch Mittelfeldspieler spielen kann, wird das nachher ganz gut sein, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine 1-0-Führung habe oder gegen Bayern, falls es mal so kommen sollte, in der 70. Minute das noch unentschieden steht, kann ich den, glaube ich, immer noch ganz gut einwechseln, einfach als Zerstörer, der irgendwie dann versucht, das Ergebnis zu halten, auch wenn die mentalen Attribute halt echt nicht so geil sind. Zumindest halt, was diese Sachen wie Konzentration und so angeht. Dann haben wir noch den Johannes Flum. Mit dem weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel anzufangen gerade. Weil wir haben ja den Meier und den Stendera. Schauen wir erstmal weiter, wie wir spielen wollen. Den Herrn Aigner. Ich glaube, das müsste. Der hat hier auch liebt große Spiele und konstant. Das wird wohl mit Abstand unser bester rechter Flügelspieler sein, wobei spiele ich. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht, ob ich mit dem flachen oder dem offensiven Außen spiele. Normalerweise spiele ich immer mit den offensiven Außen. Aber ich traue mich das gerade noch nicht bei Frankfurt. Inouye müsste eigentlich hier der Beste dann auf der linken Seite sein. Pierson haben wir noch uns ausgeliehen. Der ist natürlich richtig, richtig Bombe. Der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr oft spielen. So, dann haben wir noch einen Platz auf der Bank.
Den wird dann wohl der Herr Flum einnehmen. Und dann sieht die erste Elf eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier unten haben wir noch ein paar Spieler, da können wir halt gut entsorgen. Aber wir haben ja sogar noch einen Platz frei auf dem Feld, sehe ich gerade. Ist halt die Frage, was machen wir denn mit dem? Nelson Valdez, muss ich ehrlich sagen. Wieso haben wir den überhaupt? Wir haben doch hier den Severovic und den Katlec. Man könnte ja mal überlegen, so zu spielen. Katlec hat aber kein Passspiel und nichts. Severovic ist da jetzt auch nicht so die Bombe. Spiele ich so? Sieht witzig aus, habe ich noch nie gemacht. Dann könnte ich den Flum da noch hinstellen. Ich glaube, der wäre als Bindeglied denn gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das mache ich auch. Dann habe ich wieder einen Platz auf der Bank frei. Den werde ich aber, glaube ich, nicht belegen. Ich glaube, da kaufe ich mir noch einen Spieler, der das dann macht. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir durch die Vorbereitung mit der Taktik kommen. Ich glaube, ich werde auch noch. Ja, wir machen das gerade mal ganz einfach. Und zwar, ich speichere diese Taktik jetzt hier als Frankfurt. Standard nenne ich sie einfach mal. Dann mache ich hier eine neue Taktik. Jedoch Frankfurt Standard genannt. So. Haben wir hier die Kopie. Und die ändere ich dann so ab. Die ändere ich so ab. Speichern. Die nenne ich dann defensiv. Haben wir hier nochmal diese hier. Da machen wir das so. Also ich glaube, der Pierson ist ja offensiv recht stark. Der Inui. Dem ist das eigentlich egal. Und der Eigner ist auch offensiv stark. Die sind alle offensiv stark. Da könnte man ja hier vollen Angriff fahren, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also entweder machen wir das so. Was kann denn der Meier spielen? Offensiver Mittelfeld. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal. Ich glaube, ich lasse das mal so stehen. Nee, ich lasse das nicht so stehen. Wir machen das. Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich werde das. Ich probiere das so. Und so sehen dann meine drei Grundgerüste aus. Ich werde dann so anfangen. Ich mache jetzt noch die Mentalitäten und sowas. So fangen wir dann einfach das schöne Spiel an. Wenn wir dann merken, dass das irgendwie zu offensiv ist, können wir so umstellen. Wir können aber auch. Und das würde wahrscheinlich sogar, wenn ich hier Meier und Flum tausche. Muss ich wahrscheinlich nicht mal einen Spieler auswechseln.
Und offensiver wird das denn so aussehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und dann werde ich jetzt in der Vorbereitung oder in den ersten Ligaspielen mir öfter nochmal austüfteln, ob ich vielleicht einfach mal hier die beiden, ob ich die vielleicht so spiele oder so spiele. Da muss ich mir einfach mal überlegen und beobachten, ob ich das ändere oder nicht. Aber ich glaube, ansonsten ist der Kader eigentlich so ganz cool. Chandler kann notfalls ja sogar offensiver spielen. Das könnte der Herr Otschipka auch. Deswegen kommt er jetzt auch erstmal mit auf die Bank. Dann bin ich da sogar relativ gut am Möglichkeiten haben zum Rotieren. Und dann suche ich mir wahrscheinlich noch einen. Ja, der Pierson ist ja halt nur geliehen, das ist gar nicht so schlimm. Schaue ich mal in die U19 rein. Co-Trainer hier. Da ist aber wohl nichts Tolles bei. Habe ich keine zweite Mannschaft? U19. Taktik, Mannschaft. Ich habe keine zweite Mannschaft. Aber ich habe zwei Co-Trainer. Alles klar. Ja, da scheint wohl nichts Tolles bei zu sein. Dann werden wir uns da mal aufmachen jetzt, ein paar Sachen einzustellen. Also wenn es jetzt hier um die Taktik geht, was für Anweisungen ich denen gebe, da verweise ich euch einfach mal wieder auf das Tutorial dazu. Ich werde da jetzt wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren. Irgendwie jetzt mal 1, 2 Freundschaftsspiele machen. Werde mich jetzt mal um die Mitarbeiter kümmern und alles. Und dann melde ich mich später in einem neuen Video und im zweiten Teil dann nochmal, was sich so getan hat, beziehungsweise wie die endgültige Taktik dann einmal aussieht. Und dann danke ich euch fürs Einschalten und hoffe auch diese Art von. Ah, ich will es nicht Tutorial nennen, einfach mal über die Schulter schauen, gefällt euch auch und wünsche euch weiterhin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!